Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun. Heyday, wir sind hier mit unserer zweiten Farm unterwegs und hier sind Derby-Aufgaben drin, aber wir werden keine davon erledigen können, weil wir nicht das nötige Material dafür haben. Ich habe noch keine Aufgabe geschafft, ich muss auf Ausrufezeichen hoffen. Wir werden erstmal hier Hi reinschreiben. Ich hoffe mal, es ist eine Ordnung, wir haben mitten am Tag. Ja, und ich hoffe mal, es ist einer on. Den finde ich so einsam. Nur einsam und verlassen. Okay, Kartoffelbrot wurde mir gespendet. Gucken wir mal, was wir spenden können. Spitzhacken habe ich leider nicht. Hier können wir spenden, da spenden, da spenden. Okay. Ich möchte. Ich habe übrigens Tom angeheuert. Also, die sind für 3 Stunden gratis da. Ich habe auch so einen Schub bekommen. Haben wir Honigpopcorn. Vielleicht kriegen wir davon genug. Da habe ich mir erstmal Pizza Frutti di Mare gegönnt. Warum nicht? Oh, wir müssen Sanyos Taktik wieder anwenden. Sehe ich gerade. Sanyos Taktik. Machen wir sofort. Ich hätte es nicht alles auf einmal wegmachen sollen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ach, scheiße. Egal, wir machen einfach irgendwie. Einfach irgendwie machen. Außer es ist einer in einer ungefähren Reihenfolge. Baumwolle. Indigo. Kürbisse. Was? Kein Chili? Warum kommt kein Chili jetzt? Jetzt muss Chili kommen. Jetzt kommt. Ach, Kartoffeln, ne? Jupp, Kartoffeln, Tomaten. Und dann Erdbeeren. Coole Taktik. Coole Taktik. Ah ja, und das war meine Katalogüberraschung. Für 30 Dinge habe ich mir das Ding geholt. Sehr, sehr cool. Heute gar keine Derby-Aufgabe. Mann, Mann, Mann. Können wir nur unsere Farm managen. Aber ist ja auch kein Problem. Ist ja auch mal schön, nicht im Stress zu sein. Ja, was heißt nicht im Stress? Auf jeden Fall. Nicht so auf etwas zu achten. Mal die Kühe füttern. Die braven Dinger. Die mich immer so komisch und freundlich angucken. Die sind echt immer freundlich zu allem. Und wir benutzen sie nur, um Milch zu produzieren. Wir sollten uns einfach schämen. Einen Moment. Mais ist ja gleich fertig. Ja, danke fürs Update. Haben sie mir noch geschickt. Habe ich immer noch nicht angenommen, das Paket. Konnte ich auch nicht, weil ich ja noch das mit dem Gutschein stehen hatte. So, jetzt gehen wir, denke ich mal, erstmal angeln, damit wir Fischfilets kriegen. Dann kann ich nämlich Fischpasteten und eventuell Fischburger oder sogar Fisch mit Pommes machen. Deshalb erst angeln. Beziehungsweise gammeln, wie ich ja immer zu sagen pflege. Okay, Fischernetze sind fertig. Sehr cool. Und Angelköder sind auch fertig. Auch cool. Dann kriegen wir wieder unsere 16 Fischfilets. Können wir wieder 5 Stück mitmachen, oder? Oder sogar eventuell. Je nachdem, was ich mache. Ich könnte ja auch 6... Dinger machen und dann noch eine Fischpastete. Wird ja auch gehen. Oder einfach, da wir ja 16 kriegen, einfach 8 Dinger. Ist ja wurscht. Gucken wir gleich mal, was wir damit machen werden. Oh, ein Rotlachs. Wow. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Rotlachse in meinem Teich sind. Echt jetzt? So viele Rotlachse in einem Teich. Unfassbar. Unfassbar. Fische, kommt herbei und zeiget euch euren Herrn. Nein, lieber nicht. Die stinken bestimmt, die Fische. So ein Gammelteich hier. Wer weiß, wer da schon alles reingepullert hat oder so. Oder sogar ein großes Geschäft drin verrichtet hat. So wie das hier manchmal aussieht,
Guck doch mal die Blubberbläschen an, die runterkommen. Das sind keine normalen Blubberbläschen. Falls ihr wisst, was ich meine. Hier werden auch Abfall abgeschmissen, hier sieht man an dem Fass. Was macht das Fass da überhaupt? Da kommen auch komische Blubberbläschen runter. Einfach ekelhaft. Ekelig. Oh, Mais ist fertig. Cool. So, hier können wir jetzt Fischburger machen oder Fisch mit Pommes. Und wie sieht es hier aus? Was können wir hier machen? Hier würde ich eventuell sogar Speckkuchen machen, weil ich Speckkuchen sowieso häufiger brauche. Oder doch Fischpastete. Wir können auch zwei Fischpasteten. Ja, machen wir mal zwei Fischpasteten. Hier machen wir dann zweimal Fischburger und sechs. Ne, dann machen wir zweimal, dreimal Fischburger. So, ganz Fischfilet wieder weggeballert. Und den Rest. Jetzt machen wir hier noch den Fisch mit Pommes auch noch reingesetzt. Investiert. Kann man das ja auch nennen. Oh, ein Haus ist fertig. Was haben wir denn mal gebaut? Ach, die Suppenküche, genau. Ich habe ja ganz vergessen hier. Oh, ich kann Hummersuppe machen. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich Hummerschwänze habe. Ich habe ganz vergessen das Haus. Die ganze Zeit nicht aufgemacht. Wow. Wow. Ja, wieder meine Vergesslichkeit hier. Obwohl wir mitten am Tag haben. Ne, bei Halo ist das eigentlich so immer so alltäglich. Wenn man dann irgendwann mal was Neues hat, dann vergisst man das schnell. Das ist halt so. Außer man freut sich schon die ganze Zeit drauf, dass man an nichts anderes denkt. Aber wenn man so nicht dran denkt, so wie ich, habe ja auch eine erste Farm, da denke ich eigentlich mehr dran als hier an die zweite. Dann ist das wieder so, oh, da war doch was. Und dann passiert das. Dann vergisst man es einfach. Eine Schande über mich. Schande, Schande, Schande. Ich brauche noch mal Brombeermarmelade. Komm her. Schoki-Eis, yay. Wir können Schoko-Eis machen. Wappaba, wappaba. Hier machen wir Käsetorte, wie immer. Wie gehabt, hier machen wir Keks. Kekse. Butter. Ja. Dankeschön. Und auch noch Eier dazu bekommen. Geil. Ich sag nur geil. Was ist das schon wieder hier? Und noch ein Paket. Die bomben mich aber auch zu mit Paketen, ey. Ist ja unmöglich. Wie können die nur so etwas tun? Und was kriegen wir? Käse. Geil. Komm, wir machen nochmal. Ich möchte nämlich so einen Schub haben. Ich weiß noch nicht, was das für ein Ding ist, aber. Möchte es haben. Ah, fast. Ich was mit Schiff. Wahrscheinlich kommt dann das Schiff schneller oder so. Sieht überhaupt im Derby aus? Sieht doch gut aus. Ich mache auch noch ein paar Aufgaben. Dann passt das. Geil. Dankeschön. Ich brauche immer noch Popcorn, habe ich immer noch nicht gemacht. Scheiße. Aber wenn ich so dann so in der zweiten Spiele mache ich meistens nie die Stadt, weil. Weil. Weil es ja dann schneller gehen soll, deswegen mache ich die nie. Oh, ich kann verbessern. Aber mache ich noch nicht. Mache ich noch nicht. Weizen. Ja, das ist ja einfach. Das sollten wir hinkriegen. Weil den Bahnklasse möchte ich noch nicht verbessern, deswegen noch nicht. Aber werde ich noch machen. Wahrscheinlich im nächsten Part. Achtmal Himbeeren. Dreimal Himbeeren. Und ich will Brombeeren. Was stimmt denn nicht mit denen? Und noch einer für die Pension. Ein Mocker. Hau ab. Lass dich nie wieder blicken hier. Das war's schon mit der Stadt.
Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auf die Popcorn-Suche. Genau, Himbeeren brauchte ich, ne? Yep. Das sollte reichen. Sollte reichen für eine ganze Familie, der Himbeeren, die ich gerade eingesammelt habe. Seid ihr damit einverstanden? Ja, das sind sie. Perfekt. Dankeschön. Hier dauert es, um sie erweitern können. Da oben brauche ich noch tausendfach Nägel. Dankeschön für den Burger. Und Kartoffeln. Was hatte Paul dabei eigentlich gerade da drin? Paldado bei Jan. Wow, einige Nägel. Krass, krass, krass. Ja. Wir haben unsere Farm gemanagt. Das ging ja fix. Derby-Aufgaben haben wir leider auch nicht. Dauert noch. Dann würde ich sagen, war's das für den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wieder ein etwas kürzerer Part, aber ist ja nicht schlimm. Dafür mehr Qualität. Falls ihr Fragen habt rund um Heyday oder falls ihr irgendwelche Tipps braucht, guckt erstmal meine Heyday-Tutorials-Playlist an. Die wird jetzt gleich hier oben links oder oben rechts eingeblendet sein. Ich denke mal oben, also von euch aus gesehen, oben links. Ne, von euch aus gesehen, oben rechts. Ja, oben rechts von euch aus gesehen. Und ich hoffe, ihr schaut da mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.